Hallo, ich bin Lea, möchte gerne Stefan und Johns Video beginnen und ich habe noch eine Frage an euch. Könnt ihr mich bitte grüßen? Das wäre nämlich echt nett von euch. Und dann würde ich sagen, los geht's mit dem Video. Ja, danke, dass du das Video für mich begonnen hast. Eigentlich grüßen wir ja nicht mehr, aber hier machen wir mal eine Ausnahme, weil du auch das Video begonnen hast. Viele Grüße an dich, Lea. Und ja, das ist der zweite Teil von einem anderen Vlog, den wir angefangen haben. Ich kann euch eben erzählen, was passiert ist, so ungefähr. Also, ich bin mit meinen Großeltern in den Urlaub nach Cuxhaven gefahren, ohne meine Eltern. Die haben alleine irgendwas gemacht. So, letzte Worte. Tschüss. Doch dann passierte was den Urlaub ein bisschen verändert hat. Kleine kurzfristige Planänderung. Ja, wir sind schon wieder auf dem Weg an die Nordsee. Schön. Diesmal aber nicht ganz freiwillig. Und zwar hat sich bei uns jemand gemeldet, der kein Heimweh hat, sondern der ein bisschen krank ist. Und ja, wir holen den John jetzt aus Cuxhaven ab. Ich bin krank geworden und meine Eltern mussten mich abholen. Und ja, dort haben wir den Vlog beendet. Und ja, wie es weitergeht, seht ihr jetzt. Und jetzt geht's los mit dem Vlog. Bis jetzt war es ein sehr kurzer Urlaub, aber ich glaube, ich bin krank geworden, da es mir ist es öfters ja so, dass mir übel wird, aber diesmal ist es auch ein bisschen, naja, schlapp. Ich würde jetzt nicht sagen, eher wie Fieber, ein bisschen anders, aber naja, Stefan und Simone, die kommen jetzt, sind in einer guten Stunde da und holen mich dann ab. Finde ich halt blöd, da ich mich ziemlich auf Cuxhaven gefreut habe. Finde ich ein bisschen schade natürlich. Ist ja immer schade, wenn man irgendwas abbrechen muss, wo man sich so drauf gefreut hat. Und ja, mehr gibt es ja eigentlich nicht zu sagen. Dann, ja, war's das mit dem Urlaub. Patienten haben wir jetzt gerade eingesammelt und jetzt haben wir noch eine Stunde Autofahrt vor uns und sind dann ja gegen 23 Uhr wieder zur Schlafenszeit in Bremen. Und ja, John schläft hoffentlich gleich noch ein bisschen im Auto und mal sehen, wie die Welt morgen aussieht. Genau, hoffentlich schläft er sich gesund. Ja, jetzt haben wir es fast 24 Stunden später. John hat sich ausgeschlafen. Wie geht's dir denn heute Morgen? Naja, noch ein bisschen schlapp, fühle mich schon noch ein bisschen krank, aber schon besser. Siehst du, das freut uns doch alle. Wir hatten eigentlich andere Pläne. Wir hatten uns im Heidepark verabredet und aber ich denke, das wird Stefan alleine ganz gut meistern. Er ist nämlich alleine zum Heidepark gefahren und er ist ja auch fahrtüchtiger als ich. Und ja, John, ich mache dir jetzt erstmal ein Frühstück, dass du ein bisschen wieder auf die Beine kommst, okay? Okay. Ich weiß nicht, wie es bei euch zu Hause ist, aber wenn man sich nicht so gut fühlt, dann kriegt man immer seine Lieblingssachen. Und John liebt Erdbeeren. Deswegen war ich heute schon beim Erdbeerstand und habe ihm Erdbeeren geholt. Die kann er zum Frühstück essen. So, ich bin jetzt fast beim Heidepark angekommen. Die Fahrt hierher war schon eine Katastrophe und die größte Katastrophe ist hier gerade auf der Zufahrt zum Heidepark. Vielleicht kann man es hier irgendwo sehen.
Ich stehe jetzt hier auf der Linksabbiegerspur auf der Landstraße. In 200 Metern ist dann die Einfahrt für mich und bereits auf dem Gelände vom Heidepark, wo man auf den Parkplatz zufährt, dreispurig, alles dicht, da hinten ein Stau, sobald das Auge reicht, die wollen auch alle hier rauf. Ich kann, glaube ich, jetzt schon sagen, dass ich einen Besuch im Heidepark während der Sommerferienzeit nicht mehr empfehlen kann. Also ich überlege es mir auch, ob ich nochmal wiederkomme. Mal sehen, wie es im Park ist. Moin. Alles klar, danke schön. Viel Spaß. Danke. Ich kann nur sagen, kauft die Tickets online, damit euch das hier entgeht. Der Wahnsinn. Ja, und da ich ja krank bin, habe ich gerade ja nicht so viel zu tun. Und ja, viele wollten ja wissen, was also auf unserer Webseite da, wo man Kommentare schreiben kann, wollten welche von euch sehen. Ich habe mir dieses Lego-Set da gekauft, Lego Movie Maker. Und ja, kann ich euch eben mal erklären, was da alles dabei war und wie das alles funktioniert. Und ja, los geht's. So, das ist das Lego Movie Maker Set. Dort soll man so gesagt seinen eigenen Lego-Film machen. Und ja, ist schon ein Lego Movie 2 Set zum zweiten Film. Den habe ich auch gesehen, aber nur einmal. Deswegen tut es mir leid, wenn ich manche Namen nicht weiß oder so. Also dort waren ein paar Figuren dabei, beispielsweise Rex. Keine Ahnung, wie der Name nochmal ist. Prinzessin Einhorn Kitty in der tougheren Version halt. Und Emmett und Lucy. Und dann noch diese Weltraum-Dinger da und dieses Teil hier. Da waren noch solche Dinger dabei, die man dann so an die Figuren ranmachen konnte, dass man die so gesagt dann mit so einem durchsichtigen Stäbchen bewegen konnte. Also man soll sein, ich kann euch eben mal zeigen, wie das hier dann gehen soll. Hier sind auch diese Raumschiffe dabei, also die kann man hier dann bewegen. Hier soll man das Smartphone drin befestigen in diesem Regisseurstuhl. Und dann ist das so gesagt fest hier drin. Warte mal, ich kann mein Smartphone ja eben holen und dann kann ich euch das mal zeigen. Kann dann sein Handy hier drin mit der App befestigen und dann kann man hier verschieben und dann sieht man halt die hintere Kulisse drauf und dann kann ich beispielsweise Emmett hier hinstellen und ja, dann kann ich mit Stop Motion das machen oder als Videoclip. Aber ich kann nur eine Sache gleichzeitig machen und ja, ich habe jetzt nicht groß vor, was jetzt anzufangen hier. Da ich noch ziemlich schlapp bin. Auf jeden Fall, da habt ihr so eine kleine Erklärung und ja, kostet 50 Euro, aber ja, es lohnt sich. Auf jeden Fall, ja, ich bin jetzt wieder im Lego-Fieber und habe auch so eine kleine Lego-Welt hier aufgebaut im Flur, kann ich euch auch eben zeigen. So, hier habe ich so eine kleine Landschaft aufgebaut, eine Weltraumbasis und ja, sonstigen Kram. Und ja, dann lege ich mich jetzt erstmal wieder hin. So,
War wieder mal sehr schlau, hier heute herzukommen. Wir haben im Schatten über 30 Grad, das heißt in der Sonne hier bestimmt so 40. Und wir laufen jetzt zu wiederholten Male diesen elendigen Hügel hoch zum Scream. Ja, was soll ich sagen? Hier neben mir ist jemand, dem er es zu verdanken hat oder die unsere Heidepark-Vlogs nicht mögen. Wenn jemand also einen Schuldigen sucht, also hier ist er, denn Nino hat uns nach langer Zeit, also wir hatten früher auch schon mal eine Jahreskarte für den Heidepark gehabt und dann hatten wir viele Jahre gar keinen Besuch mehr hier gemacht, aber hat wieder so die Lust auf den Heidepark in uns geweckt, es zur Sucht gemacht. Ja, aber an so einem Tag ist wieder mal so ein Tag, kann man sagen, nur für Profis, es ist ein Wahnsinn. Aber die Fülle, die ich am Anfang dachte, ist nicht so schlimm, wie es aussah. Schlimm ist hingegen der Weg hier nach oben zum Scream. Ah, schön in der Sonne. Sonnencreme mit. Warten wir mal, bis es losgeht. Wir haben es jetzt nachmittags und ja, John geht's schon einigermaßen besser. Und er zeichnet, draußen ist es so warm, es hält man gar nicht aus. Ich weiß gar nicht, wie es Stefan da im Heidepark ergeht. Also, der kann eigentlich nur diese Wasserschlacht da machen, glaube ich. Wie heißt das noch? Toppi Lauda? Tippi Lauda. Tippi Lauda Schlacht. Ja, genau. Was anderes kann man doch bei der Hitze gar nicht draußen machen, würde ich sagen. Und John zeichnet und ja, ich zeige mal, was er zeichnet. Und vielleicht kann ja schon jemand erraten, um was es sich oder um wen es sich da handelt. So, und jetzt zur Erholung die Wildwasserbahn für Arme. Er fällt das nämlich sehr gerne. Ich muss das nur wegen ihm machen. Ja, genau. So, jetzt kommt Wasserbahn für Profis. Die echte Wasserbahn. Mir geht es wieder besser und ja, ich sitze wieder im Auto auf dem Weg nach Cuxhaven. Weil das ja blöd wäre, wegen einer Krankheit, die kurz war, den Urlaub abzubrechen. Und ja, diesmal ist was ganz Spezielles. Am Anfang habe ich noch gesagt, dass es gut ist ohne Eltern. Aber naja, Stefan, der übernachtet auch dort, weil in meinem Zimmer noch ein anderes Bett frei ist. Das sind eigentlich zwei Betten. Und ja, dann freue ich mich schon mal in Cuxhaven mit Stefan, meinen Großeltern. Und ja. Also erstmal, das hier ist von der Taucherbrille, weil ich die immer so fest dran mache, damit kein Wasser reinkommt. Und ja, wir haben hier gerade einen ganzen Pool für uns und ja, wir sind nämlich ganz alleine hier und das ist ganz toll. Ja, denn wie immer, wenn wir an der Nordsee sind, ist gerade mal das Wasser nicht da. Aber jetzt können wir hier uns auch die Zeit vertreiben und dann geht es aber auch an den Strand. So, Johnny sprudelt. Thank you.
Ja, Nordseeurlaub, Strandkorb, Sonne scheint. Aber was ist das Phänomen, wenn man einen Nordseeurlaub macht? Was ist immer? Richtig, das Wasser ist nicht da. Haben wir Tischfahrer bitte? Heute, mein letzter Urlaubstag. Ich bin ja alleine zu Hause. Die Jungs sind ja in Cuxhaven und es ist sowas von heiß. Wir haben es 18 Uhr und das sind immer noch circa 35 Grad. Also es ist der Wahnsinn. Ich habe schon 3 Eis gegessen. Ich trinke die ganze Zeit hier Rhabarberschorle und weiß nicht, was mich noch abkühlen soll. Eine Idee hätte ich da noch. Vielleicht hilft ja das. Mutig gehe ich jetzt voran. Macht das nach, wenn ihr euch traut. Hurra! Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin ja Frühaufsteher, auch im Urlaub. Ich bin schon länger wach. Wir haben es jetzt 10 vor 8. Und das frühe Aufstehen hat sich wieder mal gelohnt. Ich bin ja schon am Strand. Bin fast der Einzige. Eine wunderschöne, ruhige Stimmung an der Nordsee. Lohnt sich wirklich. Einmal aufstehen. Nein, lass mich noch kurz im Bett, okay? Ich bin noch so müde. Da ist er nun, der erste Arbeitstag nach 3 Wochen Urlaub. Heute wird dann auch zeitgleich noch der wärmste Tag des Jahres wahrscheinlich hier in Bremen mit 38 Grad. Ja, es ist 6:30. Ich werde ein bisschen früher heute anfangen im Büro, damit es noch nicht so heiß ist und ich früher gehen kann. Und ja, aber erstmal ein bisschen stärken. Nachher hat man wahrscheinlich eh keinen Appetit und keinen Hunger mehr. Und ja, ein bisschen ruhig in den Tag starten. Ich werde auch noch ein paar Seiten lesen und lass mich erstmal hier nicht ins Boxhorn jagen, was bei der Arbeit alles liegen geblieben ist und auf mich warten könnte. Und ja, die Jungs haben wahrscheinlich noch eine wunderschöne Zeit in Cuxhaven. Ich bin gespannt, was sie berichten, wenn sie wiederkommen. Und ja, gucken wir mal, was mein Tag heute bringt. Parken da mitten an der Straße. Irgendein Vollidiot. Das sind dann wohl wir. Egal. Kostet 4,60 Euro für einen Tag. Das geht. Billiger als im Heidepark.
Ja, wir haben ja eben gemerkt, wie klein die Welt ist oder wie groß unsere Reichweite schon ist. Wir haben einen Zuschauer in Cuxhaven getroffen und Simone hat das Foto davon gesehen und hat mir gesagt, John trägt einen Schlafanzug. Was hast du dazu zu sagen? Ich gehe mich eben umziehen. Mann, Mann, Mann! Aber ich habe da drin nicht geschlafen, weil ich habe das aus meinen Klamotten-Dings da rausgeholt, also kann ich es auch eigentlich anders. Simone meint, du weißt, dass es ein Schlafanzug ist. Weiß ich nicht. Also ja, na, wenn dann, ich jetzt dran überlege, weiß ich schon. Na, dann weißt du es jetzt. Ja, dann mal los. Warum? Ich habe da drin ja nicht geschlafen. Umziehen. John und wenn schon, das sieht doch kein Mensch, dass es ein Schlafanzug ist. Simone schon. Ja, die Nordsee ist weg. John ist wieder da. Natürlich ist die Nordsee nicht weg. Nur das Meer ist gerade zurückgegangen wegen der Ebbe. Kommt heute Abend wieder das Wasser. Aber wir haben hier zum Glück mit der Ferienwohnung ein eigenes Schwimmbad. Sind wir gerade ganz alleine. Ja, die meisten machen jetzt auch Mittagsruhe. Ja, genau. Und ich würde mal sagen, dass wir eine schöne Zeit hier haben, hat man schon gesehen. Müssen wir den Vlog nicht in die Länge ziehen. Was wir nochmal erwähnen wollen, ist, dass wir ein neues Kommentarsystem haben, weil ja unsere Kommentare von YouTube immer noch gesperrt sind. Das hat der Basti programmiert. Den grüßen wir von hier aus sehr herzlich. Ja, viele Grüße. Könnt ihr mal versuchen, kann man sich so einloggen mit seinen Google-Daten bzw. mit den YouTube-Daten. Sollte ein bisschen einfacher sein als das andere System. Ja, und dann würde ich sagen, an dieser Stelle beenden wir auf das Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr das Video sehr gerne liken, uns abonnieren und ja, bei einer neuen Funktion lasst einen netten Kommentar da. Tschüss!